unter einem Kommentar gesagt, dass mein Soundvolume zu hoch ist. Deswegen erstmal niedriger stellen. Also, wenn euch irgendwas nicht gefällt an meinem Video, einfach in die Kommentare schreiben, ich beachte es dann. Und somit auch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Double Gravity Cancer. Habt ihr bestimmt alle schon davon gehört. Am besten zum Üben nimmt man einen Charakter mit einem Speer. Oder mit, ja doch, mit einem Speer und viel Movement, also Brynn kann man nehmen. Und ja, ich habe das gestern 10 Minuten lang ausprobiert, also trainiert sozusagen. Und ich habe es nach 10 Minuten endlich zweimal hintereinander hinbekommen und dann habe ich aufgehört, weil das, die 10 Minuten, dafür zweifelt man gerne. Die Frage ist, wie das geht. Dieses Double Gravity Cancel. Also. Moment, ich stell kurz alles ein. Und Damage Reset on. So. Also. Das ist ja eine Combo, die kennt jeder Mensch. Und hier mit Gravity Cancel kennt man auch. Das Ding ist. Boom. Doppel Gravity Cancel. Das war jetzt mein First Try, erste. Das war mein First Try in der Aufnahme einfach. Heute. Ich zocke heute das erste Mal. Also ja, wenn man es einmal hinbekommt, bekommt man es immer wieder hin, habe ich das Gefühl. Und zwar, jetzt, wie macht man das? Man greift an, down, Gravity Cancel down und dann, nach dem ersten Gravity Cancel, muss man sofort rechts und links gucken. Also nach rechts gucken und dann nach links wieder, Gravity Cancel down light machen. Also, so, ich mache in die Richtung. Moment, ich mache in die Richtung. Und dann muss ich, nachdem ich es gemacht habe, nach links gucken und wieder in die Richtung, wo ich es machen will. Und nochmal Gravity Cancel und dann down light, oder je nachdem, was man machen will. Und soviel ich weiß, geht das mit allen Waffen. Man muss halt die richtige Combo dafür finden, wie man das am besten macht. Also, ich versuche es jetzt nochmal. Ich habe es First Try hinbekommen. Ich weiß nicht. Das nicht wohin bekommen. Ja, man, ich bekomme nicht dann den ersten. Ah, okay, in die Richtung ist du. Brauchen wir so. Hm. Es ist auf jeden Fall nicht easy. Auf jeden Fall nicht. So, wir sehen uns, wenn ich es hinbekomme und ich zeige es euch dann in dem Framestep-Modus. Ich bekomme es nicht mehr hin. Ich bekomme es einfach nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie ich es First Try vorhin geschafft habe. Ich habe es gestern, nach 10 Minuten trainieren, habe ich es einmal hinbekommen und dann direkt nochmal hintereinander. Also ich habe es gestern zweimal hinbekommen und dann habe ich, wollte ich direkt das Video aufnehmen hier, aber war zu müde und bin eingeschlafen. Also ja, gestern direkt zweimal hintereinander gemacht, heute nochmal First Try, einfach am Anfang des Videos. Ich habe Brawlhalla vorhin erst gestartet. Aber jetzt bekomme ich es nicht mehr hin. So Leute, das Ding ist, man macht ja den, dann macht man den, dann macht man nochmal den und nach dem Hitten von dem hier muss man in der Luft kurz nach links gucken und dann wieder nach rechts und nochmal Gravity Cancel. Ja, Mann, endlich. Framestep. So, für die, die es nicht kennen, Framestep, da kann man so zurückspulen, Frame für Frame und sich Sachen wieder angucken. Okay, guck. Erste Gravity Cancel, ganz normal. Oh Gott, das geht mir zu langsam. So. Okay. So, hier. Hier hört die Animation des Angriffs auf. Ab hier. Und dann ein Frame. Ich gehe jetzt Frame für Frame. Guck ich kurz nach rechts. Seht ihr? Und dann im Gravity Cancel nach links und irgendwie, also es klingt so, als hätte ich selber keine Ahnung, was ich immer. Also man macht seinen ersten Gravity Cancel Attack, guckt kurz in die andere Richtung und dann wieder zurück und beim Zurückmachen Gravity Cancel Angriff und da, also in dem Fall Gravity Cancel Downlight, und so macht man es. So, ich kann ja alles hier nochmal von neu zeigen. Es beginnt Gravity Cancel, rechts, links Gravity Cancel.
für jeden, dass wirklich jeder es checkt. Hier Attack. So, hier nach dem ersten Gravity Cancel nochmal Frame für Frame. Jetzt nochmal Frame für Frame. Hier ist die Attacke eigentlich zu Ende. Ab hier, ja. Und dann guckt man ganz schnell nach rechts und ganz schnell wieder nach links. Und den Gravity Cancel muss man aber on spot machen. Also man darf nicht jetzt nach links. Und ich spiele das jetzt. Ich spiele auf dem Controller bis hier. Also ich darf nicht L2 und links gleichzeitig drücken. Ich muss L2, also dashen und dann nach links. Oder erst links und dann L2. Also ich muss L2 drücken, ohne eine Richtung anzuzeigen. Sonst dash ich in die Richtung. Sonst mache ich keinen Spot Dash für Gravity Cancel. Sondern dann dash ich einfach in die Richtung. Das geht ja in keinem Gravity Cancel. Und ja, hier. Gravity Cancel, Downlight. Für euch nochmal zum Mitschreiben, wie ihr das am besten lernt. Also, macht einfach den hier. Und macht einfach schon beim ersten Gravity Cancel hier die ersten paar Male. Guckt schon hier rechts, links. Also, macht hier so, als wäre es der zweite Gravity Cancel. Dass hier in den Flow reinkommt. Dass man vor dem Gravity Cancel noch rechts, links macht. Schon schwierig. Es ist einfach schon schwierig, in der Luft nach rechts zu gucken, wieder nach links und dann Spot Dash zu machen und nicht in die Richtung zu dashen. Es ist schwierig hier so. Seht ihr's? So muss es sein. So, hier. Und dann hier nochmal nach rechts geguckt. Und dann gedasht und Spot Dash und dann nach links. Das ist ultra kompliziert und ultra schwer zu erklären, aber ihr seht es ja selber. Ihr könnt ja immer wieder zurückspulen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das jetzt geht. Und die Stellen euch immer wieder angucken. So, Leute. Also ich bin hier jetzt in der Lobby. Ich habe es mit Zoriel mit ihren Fäusten noch versucht. Mit seinen Fäusten. Weil ich dachte, vielleicht klappt es mit Zoriel besser, weil das ja mein Main ist und ich mehr oder weniger einschätzen kann. Dann habe ich es mit Jiro versucht. Aber ich, zu meinem ist es mit dem Schwert unmöglich. Man muss höher kommen mit dem Schwert beim ersten Gravity Cancel, ohne springen zu müssen, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Springen macht die Mechanik am Arsch. Und mit der Sense, ich weiß nicht, also Jiro probiert, weil er so schnell ist, aber ich hätte das Speer gebraucht. Auf jeden Fall, ich habe euch jetzt gezeigt, wie das geht. Ihr könnt ja immer wieder zurückspulen und euch die Stelle angucken, wo ich das im Frame-Step zeige. So werde ich es nämlich auch machen. Also wie gesagt, zurückspulen, angucken, wie ich es gemacht habe. Ich habe es ja ein paar Mal hinbekommen. Und ja, einfach nachmachen, probieren. Es ist auch absolut eine Übungssache, aber ich komme halt selber nicht mehr drauf klar. Also First Try heute beim ersten Zocken hinbekommen. Gestern zweimal hintereinander hinbekommen und jetzt bekomme ich es gar nicht mehr hin. Also ich gebe es heute für heute auf. Es ist eine schwere Mechanik. Respekt an die, die sie beherrschen können. Ich weiß noch nicht, ob jemand die wirklich vollkommen beherrscht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, diese Mechanik zu verstehen. Also schreibt mir einen Kommentar da zu dem Thema Double Gravity Canceln und lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich küsse euer Auge. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.